Yuki, ich habe die A-Taste jetzt auf die Shift-Taste also den A-Knopf auf die Shift-Taste gelegt. Das ist jetzt zwar nicht das Schlauste, was man machen kann, aber es ist okay. Jetzt sind wir beim Kamui drin. Okay. Genau, jetzt muss ich immer auf Shift drücken. Oh Gott, oh Gott. Eine elegante Uhr. Ist aber angenehmer. Mit Shift. Weil dann haben wir sowieso mein kleiner Finger drauf liegt, deswegen ist das ganz angenehm. Und ja, eine weitere Metallisieren-Karte. Ich hab doch gesagt, das bringt. So. Ich dachte gerade, Medizinpflanze. Wald haben wir, glaube ich, noch nicht. Krank haben wir schon genüge und Hund hatten wir auch schon. Wenn der überhaupt Hund stand. Hallo Omi. Hi. Habe ich dir schon von Opi erzählt? Der ist auf dem Friedhof. Entschuldigung. Schön, dich zu sehen, NFL. Nix für nix. NXFL. Fahner ist oben. Wer ist Fahner? Du kennst diese alte Schachtel? Ja. Und ihr Mann? Opi. Ist alles in Ordnung? Siehst du etwas? Nein. Hä? Oh, das ist süß. Was, mich? Normale Menschen können uns Geister nicht sehen. Kümmere dich nicht darum. Okay, und die Oma denkt sich so, warum nickt ihr einfach in die Luft? Ja, genau, das haben wir auch gerade gedacht. Hey, Oma, ich schlag dich gerade mal. Okay. Eisen. Optimal. Optimum. Ich bin so schlecht. Und Rech, oder? Nee, das ist Fry. Gehen wir mal alle Bürger durch. Kamui brauche ich nicht. Francesca. Genau dich brauche ich, Junge. Du wirst erstmal krank, okay? Das tut mir jetzt ein bisschen sorry, aber. Jetzt komplex, oh Gott. Minderwertigkeitskomplex oder was? Ja, jetzt bist du krank. Das ist schon. Du bist kränkelnd. Das bedeutet nicht, dass du sterbenskrank bist. Such einmal den Dorfmediziner auf. Das wäre recht nützlich. So, dann hier. So. Och man, Frame-Einbrüche. Ja, ich habe ein Erzschwert. Oh, das muss ja der absolute Wahnsinn. Also das könnte echt zum Problem werden. Gerechtigkeitsschwert und zack. Hallo, ich will Feuer. Also Feuer möchte ich eigentlich schon noch. Ja. Und jetzt haben wir das Gerechtigkeitsschwert Gladius mit 90 fucking Angriff. Das ist so stark, das Dreifache, was wir bis jetzt schon haben. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich glaube, ich höre auf, so zu reden. Munden halt schmecken. Ihr wisst, was ich meine. Oh, sie ist stehen geblieben. Oh nein, 2. 2 plus 2 plus 2 ist 6, und weil die Zahl 3 mal da steht, 6 mal 3 ist 18, glaube ich, oder 6 plus, ja, 18, und 18 durch 3 ist 6, und was ist 18 durch 3 ist 6, also ja, 666 ist Teufel. Fruchtsaft, ich bin begeistert. Ich bin wahrlich begeistert von diesem, oh, hübsche Musik. Das ist der weibliche Karten, oder? Nee, vergiss das. Danke, dass du mich besuchen kommst, NixFN. Was ist das für ein Buch? Das Buch der Prophezeiung ist. Hab ich mir in der Bibliothek ausgeliehen. Das Buch der Prophezeiung klingt kompliziert. Sind das Schriftzeichen? Ich fürchte, das kann ich nicht lesen. Weil du krank bist. Natürlich, nur Auserwählte können es lesen. Ja, oder? Das geht auch. Ich finde es toll, dass du so ein kompliziertes Buch lesen kannst. Oh ja, ich finde auch andere Sachen toll. Erzähl mir bei Gelegenheit mehr darüber. Ich rede mit dir. Hi, wollen wir reden? Hallo. Reden. Ja, ich fühle mich heute besser, weil du da bist. Oh, süß. Ich schlag dich mal mit dem Buch, dann geht's dir bestimmt gleich besser. Oh, das ist angekettet. Oh, Finsternis, Schatten. Okay, Schatten nehm ich gern mit. Jetzt bist du doch nicht mehr so schattenhaft, Warner. Okay. Kränkelndes Mädchen. Jetzt bist du nur noch krank. So, Uhr. 4 Uhr nachmittags. Voll mit Bilderbüchern. Du bist also noch kindlich, ne? Okay, zur Kenntnis genommen. Gehen wir mal wieder zurück auf die Karte. So.
Vielleicht noch der Kamin? Nee, die Topfpflanze. Der Schrank? Ja, der Schrank war's. Gut, dann haben wir jetzt auch 1000. Danke, Mama, mal wieder. Danke, dass du heute vorbeigeschaut hast. Hab mich gefreut. Ich habe zwar gar kein Wort gesagt, aber... Bis bald. Okay. Okay. Ich gehe ja schon. Oh, nixer Fan, danke, dass du vorhin einen Besuch abgestattet hast. Ach ja, ich habe dieses frisch gebackene Brot gebacken. Das war es frisch gebacken und da drüben liegt es frisch aus dem Ofen. Fast schon in dem Ofen. Ich will essen. Ich habe Nüsse und Beeren hineingetan, damit das Brot des Segen des Waldes hat. Halleluja. Amen. Amen bedeutet, so sei es. Und das ist, ich glaube, Hebräisch. Ich bin mir unsicher. Jetzt haben wir ein Waldbrot. Ich bin begeistert. Ich bin... Das Mädchen gerade eben, sie ist sehr krank. Ihr bleibt nicht mehr viel Zeit. Wie bitte, du willst sie retten? Natürlich, also... Dann benutze die Macht des Buchs. Du kannst Dinge abwandeln, die darin aufgezeichnet wurden. Damit kannst du Realität verändern. Darum werden wir uns später kümmern. Warum hast du dich gerade so anders angehört? Ich weiß es nicht. Okay, dann wieder nach links. Dann hier gibt es noch ganz, ganz viel wunderbares Zeug zu entdecken. Zwar keine Menschen, die wir kaputt schlagen können mit unserem Buch. Aber trotzdem, gehen wir mal in dieses wunderbare Haus. Du hast das, mit dem kann ich nicht reden. Das ist interessant. Interessant, interessant. Sehr komplexe Zeichnungen. Ja. Ich Räder. Ich glaube, hier wohnt ein Mechaniker. Mechaniker, Junge. Das letzte Wort habt ihr nicht gehört. Ich hoffe, ihr habt es nicht gehört. Bomben. Okay. Vielleicht hier nochmal außen rumlaufen. So. Und hier nicht. Der Stuhl ist doch bestimmt super interessant. Nee. Hier. Hä? Warum kann ich mit dem nicht reden? Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Jetzt muss ich jetzt hier nochmal rumsuchen, um dieses verdammte Zeug hier anzugucken. Was? Okay. Gut. Dann muss ich halt noch eine metallisierte Tafel finden, die ich sowieso nicht finden werde. Danke, Spiel. Mann. Okay. Okay, da wollte ich jetzt eigentlich gerade nicht reingehen, aber okay. Alte Themen, ein Kamin und ein Bett und das ist verstaubt und ich sag schon wieder viel zu oft und ich weiß nicht warum und wer jetzt zuletzt hier gewesen ist, war der war ein Schmutzfink. So, wir lassen ins Haus. Oh, ich habe sogar was gefunden, krass. So, jetzt gehen wir noch diagonal nach links unten und nach rechts unten und dann schauen wir mal weiter. So, oh, da ist ein kleines Mädchen. Ja, hi. Hallo. Hey there. Hallo du da, ich heiße Minja. Wir haben keine Zeit damit, um mit kleinen Kindern zu spielen. Was? Wer ist das? Verflucht! Anscheinend können mich... So ein Ärger. Oh Gott. Wie? Er ist verschwunden. Seltsam. Oh je, wie spät es schon ist. Ich muss nach Hause. Wiedersehen. Hui, irgendwie... Irgendwas ist mit... Es ist auch gerade nicht verschwunden oder so. Nein. Boah, Rampart, du Idiot. Na, nice house. Ah ja, ich erinnere mich. Eine Hellseherkugel, aber die ist anscheinend unwichtig, weil ist ja nur zum in die Zukunft sehen, ne? Ja, jetzt ist gerade ein bisschen langweilig, ich weiß, aber in diesem Part werden wir noch ganz viele andere tolle Sachen machen. Das verspreche ich euch, auch wenn der Part schon, wie lange müsste der sein? 10 Minuten? Echt? Nee. Das glaube ich jetzt gerade irgendwie nicht. Nee, also 10 Minuten? Really, man? Really? Also 5 Minuten mindestens noch. So, dann gehen wir mal wieder raus. Oh, jetzt kann ich dich endlich schlagen. Ja. Mysterium mal 9. Nee, mit dir habe ich gar keinen Bock zu reden, okay, Mädchen. Oh, da vorne ist eine Blume. Eine Blume. Kommen wir wieder zu... Namai? Ich glaube, es war Namai. Ich habe nur... Ach, egal.
So, Rex Haus. Alle in schwarze. Oh, Rex, du Schlingel. Oh, ich kann mich erinnern an dieses Haus. Das ist relativ wichtig, glaube ich. Metallisieren. Aber trotzdem, hier muss es noch irgendwas muss es hier noch geben. Der Schrank. Hier hinten. Ah ja, okay, gut. So, dann gehen wir mal back. So, gut, ich glaube, ich komme richtig raus, wenn ich jetzt hier rumgehe. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Dann gehen wir jetzt mal in das Haus. Du bist also endlich gekommen. Ich wette, du hast mal wieder ein Nickerchen auf den Feldern gemacht. Das gibt's doch nicht, du meinst, du hast von diesen Kauz gelernt? Ja, das sind die Zeichen. Die Tatsache, dass du hier bist, heißt wohl, du bist wieder bereit zum Lernen. Hi. Hi, nicht Shinigami-kun, Senpai. Schwerkampf darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Geh nach Hause. Aber das ist. Wir machen keine Scherze, aber das ist. Uns hat gerade Monster angegriffen. Aber das ist. Zeig mir deine Grundstellung. Oh. Du sollst wohl eher die hohe Kunst des Weglaufens erlernen. Wir werden es dem Alten zeigen. Enthusiasmus. Nix, FN, hör nicht auf ihn. Du wurdest vom Buch der Prophezeiung auserwählt. Du, das traust du dir zu? Wie putzig. Oh, das ist geil. Okay, ich mach noch den Part. Das ist geil, die Stelle. Dann folge mir. Dies ist mein spezieller Trainingsraum. Ich werde im hinteren Teil warten. Ja, ja. Wenn du es bis zu mir schaffst, werde ich dir ein Spezialmanöver beibringen. Also gut, schlagen wir uns da durch und zeigen es ihm. Aber warum schaue ich so traurig? Nix, nein, nix, Fan, du darfst doch nicht so traurig sein. Da braucht man Schlüssel, aber dazu kommen wir später noch zu den Schlüsseln. So, dann tasten wir hier mal alles ab, weil ich glaube, hier gibt es auch eine Metallisierentafel. Wenn mich nicht mein Gedächtnis nicht täuscht. Oh ja, Aber warum? Das ist doch wichtig. Danke. Vielleicht die Bank oder einfach nur die geheime Tür, das kann ja auch sein. Okay, nein. So. Ich spam gerade die Shift-Taste, aber ich finde hier nichts. Bin ich hier gerade doof? Aha. Okay, wir brauchen sowieso mentalisieren. So, dann. Ich habe jetzt mindestens 5 Minuten nicht eingehalten, sondern das sind nur 4. Das waren nur 4. Aber egal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Avalon Code. Tschüss. Im nächsten Part schlagen. Treten wir einfach unseren Lehrmeister in den Arsch, okay? Machen wir das? Okay. Richtig in die Fresse. Und wir machen den ersten Dungeon. Tschüss.